Er nennt sich Sumo Fighters und stammt aus Unterfranken. Doch sein Ausflug in den Südschwarzwald nahm eine unerwartete Wendung. Ich hab ne Kamera, du bedrohst mich! Was soll die Scheiße, hä? Du hast nix mehr alle! Der Angriff mit der Heugabel, so etwas hat Polizeisprecher Dietmar Ernst in seiner über 20-jährigen Dienstzeit noch nicht erlebt. Ärger zwischen genervten Anwohnern und Rasern gibt es in seinem Bezirk zwar immer wieder, doch der Griff zur Heugabel ist eine Straftat. Es fängt an von der Nötigung, geht über die gefährliche versuchte Körperverletzung bis hin zum gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und letzteres wird wohl am naheliegendsten sein. Klaus Wedig ist der Mann mit der Heugabel. Eigentlich ist er ein friedlicher Mensch, sagt der 79-jährige Rentner von sich. Doch die Raserei und der Lärm machen ihn wütend. Und dann wird es ganz schlimm, wenn die hier vorne um die Ecke kommen und hier um die Ecken, wenn die mit den Knien schon auf der Straße sind, ne? Wie verrückt. Und dann wird hier vorne, ist ja wieder eine Gerade, da wird aufgezogen wie verrückt. Die Tatwaffe, eine alte Heugabel. Aber ich habe noch keinen erwischt damit. Wollen Sie denn tatsächlich jemanden noch verletzen damit? Nein, Gottes Willen, nein. Ich rufe dann vielleicht schon mal her, wenn er anhaltet, dann haue ich euch vielleicht ein paar Zähne aus. Aber sonst mache ich nichts, ich bin nicht so aggressiv. Nein. Nur das war von mir eine provozierende Maßnahme. Der Angriff mit der Heugabel schlägt im Internet Wellen. Mehr als 90.000 Mal wird der Film angeklickt. Die Kommentare reichen von nächstes Mal umfahren den Verrückten bis zu nächstes Mal den Biker abstechen, scheiß Lärmbelästiger. Der Betroffene, der sich Sumo Fighters nennt, will nicht vor die Kamera. Angezeigt hat er den Mann nicht. Der Grund, die Anreise im Fall einer Verhandlung sei ihm zu weit, antwortet er uns im Chat. Einen Steinwurf entfernt vom Hotel Wiedener Eck hat sich der Vorfall zugetragen. Gastwirt Martin Wissler ist selbst Motorradfahrer. Und die Hälfte seiner Gäste auch. Ich distanziere mich als Motorradfahrer von dieser Sache natürlich zumal. Und als Wirt auch, weil so kann man mit unseren Kunden, die hier durch den Schwarzwald fahren, nicht umgehen. Das können wir nicht machen, das geht nicht. Die kurvenreichen Strecken rund um Wieden sind bekannt unter Motorradfahrern. Vor allem am Wochenende ist hier viel los. Den Heugabel-Einsatz hat ihm die Polizei mittlerweile untersagt. Doch Klaus Wedig hat eine neue Idee, wie er die Raser stoppen kann. Eine Personenkette. Mehrere Leute. Und dann stellen wir uns hier auf und dann werden sie wohl anhalten. Und dann werden wir ihnen sagen, was Sache ist. Ja, so ist das. Eigentlich ist er ein friedlicher Mensch, sagt Klaus Wedig von sich. Der Heugabelmann aus Wieden.